Die Eisbären Regensburg heute gegen die Dresdner Eislöwen nach 3 Niederlagen hintereinander. Gilt's für die Regensburger. Die Ränge in der Donauarena super gut gefüllt. Es gab eine Sonderaktion der Eisbären. Menschen, die kein Geld haben für ein Eishockeyspiel, denen es nicht gut geht, die wurden eingeladen. Weit über 500 Personen haben diese Möglichkeit genutzt, kostenlos ein Spiel der Eisbären zu sehen. Jetzt schauen wir mal, wie sich die Eisbärenmannschaft schlägt. Die letzten 30 Sekunden laufen und Regensburg liegt mit 1:2 zurück. Man hat den Torhüter vom Eis genommen. Man versucht das jetzt mit der Brechstange. 6 gegen 5, die Eisbären werfen noch einmal alles nach vorne. Nur noch 20 Sekunden und dann wird hier die Partie zu Ende sein. Jetzt der Gegenzug der Dresdner. Regensburg wird als Verlierer vom Eis gehen. Man hat nur noch ein paar Sekunden. Bittere Pille für die Eisbären. 1:0 waren sie in Führung gegangen durch Kyle Osterberg im zweiten Drittel. Dann der Ausgleichstreffer 1:1 und nach nur 9 Sekunden im letzten Drittel fiel ihn mit dem 2:1 und die Dresdner spielten dann die restliche Spielzeit in aller Ruhe runter im Stile einer absoluten Spitzenmannschaft. 3.500 Zuschauer in der Donauarena mit dabei und die sehen die 4. Niederlage der Regensburger in Folge. Am Dienstag treffen die Eisbären zu Hause um 20 Uhr im großen Derby auf Landshut. Da muss man eines auf alle Fälle beherzigen. Die Fehlpässe, die müssen einfach reduziert werden. Ansonsten haben die Eisbären viel Herzblut heute in diese Partie hineingelegt. Dresden ist aber tatsächlich ein absolutes Top-Team in der DEL 2. Armin Wolf für Eisbären TV.